In den fünf vorhin beschriebenen Bezirksregionen wurde auch jeweils eine Zukunftswerkstatt durchgeführt. Insgesamt sind natürlich die Zukunftswerkstätten in den Ergebnissen auch sehr unterschiedlich, auch sehr reichhaltig ausgefallen, was man einfach schon an den gerade beschriebenen Bezirksregionen gut erkennen kann. Trotzdem möchte ich zunächst mit einer wichtigen Gemeinsamkeit beginnen, was sich in allen Zukunftswerkstätten als großes Anliegen der jungen Menschen herauskristallisiert hat. Und zwar, junge Menschen wollen beteiligt werden, und das gilt für Themen und Entscheidungen, die die Stadt, den Bezirk und ihre persönliche Lebenswelt betreffen. Genau, dafür haben wir jetzt hier ein paar wesentliche Punkte mit eingefügt, die sich eben in diesem, finde ich, Leitsatz unterordnen. Also eben, dass sich junge Menschen Beteiligungsformate wünschen und auch Möglichkeiten, selbstverwaltet Projekte, Formate in der offenen Kinder- und Jugendarbeit umzusetzen. Genauso wichtig ist, sind für sie die Gemeinschaftserlebnisse. Wie bereits beschrieben, fand die Erhebung im Zeitraum der Pandemie statt, und eben diese Auswirkungen für junge Menschen waren dann doch sehr stark, und sie äußern eben einen Mangel an emotionaler und körperlicher Nähe. Viele sind auch in digitale Räume in dieser Zeit geflüchtet, beziehungsweise waren auch schon digitale Räume vorher sehr präsent. Dennoch kann eben dieses Kommunikationsformat nicht die persönlichen Kontakte kompensieren. Neben den digitalen Räumen gab es auch in fast allen Zukunftswerkstätten immer wieder den Hinweis auf Alters- und Raumkonflikte in den Bezirksregionen, also dass es eben mehr Räume für verschiedene Altersgruppen benötigt werden und jüngere Menschen, also Kinder und auch Jugendliche und junge Heranwachsende, eben für sie bedarfsgerechte Räume sich wünschen. Des Weiteren wurde nochmal in vielen Zukunftswerkstätten betont, dass Essen eine sehr beliebte Freizeitpraktik ist und sie sich eben auch in den zum Teil halböffentlichen Räumen Essensmöglichkeiten wünschen, die auch für sie attraktiv sind von der kulinarischen Ausrichtung, aber eben auch von der finanziellen Möglichkeit her. Es wurde auch der Wunsch nach Sport- und Bewegungsmöglichkeiten in den Bezirksregionen mehrfach benannt. Und da war wirklich auch das Spektrum sehr unterschiedlich. Es ging bei Spazierengehen los, über Vereins hin bis zum Leistungssport. Sportliche Interessen junger Menschen sind wirklich in fast allen Bereichen gegeben: Ballsportarten, Kampfsportarten, Tanzsportarten. Ich könnte hier eine sehr lange Liste auf jeden Fall aufführen. Auch die schulische Bildung wird von jungen Menschen als wichtiger Bestandteil ihrer Biografie markiert. Und sie sehen auch ihre Zukunft sehr abhängig davon, weswegen sie sich dann doch auch eben nochmal eine stärkere Auseinandersetzung mit Leistungsthemen, mit Schulthemen wünschen. Und auch da der Wunsch hingeht, nochmal, dass eben Bildungsformate existieren, die sich nach ihren persönlichen Kompetenzen ausrichten und praktische Zugänge sowie empowernde Bildungserfahrungen schaffen. Und an dieser Stelle kann man nur noch mal hervorheben, dass eben die Methode der Zukunftswerkstatt jungen Menschen die Möglichkeit bietet, zu ihren Themen und ihren Interessen in einen Austausch zu treten und auch die Praxis und die Sozialräume und die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit sehr partizipativ mitgestalten.